Jo Leute, was geht? Willkommen zurück bei Until Dawn. Nice. Ja, wir machen an dieser Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Mal gucken, wo wir waren. Ja, genau hier haben wir aufgehört in der letzten Folge. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg viel hoch zur Lodge. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Stimmt, wäre eine normale Fahrt. Ich meine, was glaubst du? Uah! Uah! Scheiße! Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte hier fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Michael, ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Untertitel ist nicht an. So, jetzt. Ashley ist verknallt in Chris. Fleißig neugierig offen. Aha. Und was haben wir in der letzten Folge herausgefunden? Chris ist verknallt in Ashley. Aha, was läuft da? Wow, was? Hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Zu Sam. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Oh Gott! Hey! Matt, du Arsch! Tut mir leid. Junge! Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow! Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. So machen. Klar, wenn du willst, ziehst du rein. Schmetterlingseffekt.
Ashley hat Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Jetzt haben wir nichts Neues. Doch da der Hinweis, aber sonst. Und zwei Totems. Nice. Perfekt. Okay. Verdammte Scheiße! Schmetterling. Metzen, Mike und Emily flirten. Aha. Emily? Was soll das, Mann? Hör zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball? Ach, das wird jetzt lustig. Das wird sicher lustig. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! Klasse. Das ist doch Füße. Das weiß ich. Ich hoffe, das ist nicht Copyright. Holla. Und schnell, schnell, schnell. Und Volltreffer. Hey. Treffen ist Kunst, Mike. Hallo. Komm schon. So macht man's. Jetzt hast du mich. Schon. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Nein, was? Ah, okay. Mach mir nichts. In your face. Und dann was? Wow! Es reicht! Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn's hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Nein! Da sind wir. Nein! Und wie fühlen wir uns jetzt? Wenn ich dich sehe, scheiße. Bruh. Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Warum? Warum tut ihr mir das an mit dem? Dieses Mal. Geil! Zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin.
Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Was? Männer machen mich fertig, nicht wie es Frauen machen. Was? Nichts von beiden. Okay, ich mach jetzt das fürs Spiel. Hey, was war das jetzt für eine Flugzeuge machen mir Angst, Gedränge machen mir Angst. Boah. Ich sag so, Gedränge machen mir eigentlich nicht wirklich was aus. Und Flugzeuge, weiß nicht, weil ich bin noch nie geflogen, darum. Ich sage ja, machen wir mal mit Flugzeugen, aber. Will ich mich verhören? Ich sag, ich habe ja Höhenangst. Das ist glaube ich, vom Ertrinken, das ist auch so eine Sache. Schon die Höhe. Eindeutig Schlangen. Bah, nein, hör auf. Mit Schlangen, Alter. Waffen. Will ich mal, ja. Klacken und Schlangen, willst du mich verarschen? Nein, aber Schlangen. Hör auf. Hör auf mit Schlangen. Ich kann mit Schlangen nichts anfangen, Alter. Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Ich mache mir Clowns nicht Angst, aber so wie der hier auf diesem Bild ist, Alter, da kannst du nur Angst haben. Ich weiß ja nicht, Vogelscheuchen macht einem ja nichts. Ich gehe jetzt hier auf den Clown, weil dieses Gesicht, das macht einem schon Angst. Blut oder Krähen? Krähen? Nein, eigentlich auch nicht. Und Blut eigentlich auch nicht. Ich geh jetzt mal auf Krähen. Hab ich dich erschreckt? Du Arschloch! Oh mein Gott, Junge! Sei nicht nervös. Oh mein Gott, ich bin so konzentriert auf diese Bilder und dann kommt der Junge! Etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird. Du bist ein Arsch! Spinn. Ah, beides eigentlich. Das ist so ein Arsch, wisst ihr das? Nee, von Nadeln habe ich nicht mehr Angst. Seit ich das erste Mal eigentlich im Krankenhaus war, habe ich keine Angst mehr von Nadeln. Darum Krähen. Ich traue dem nicht mehr, Alter. Na da, eindeutig Zombies. Okay, ich habe Angst von Wölfen. Nein, aber... Ah, es ist schwer. Ja, ich geh jetzt mal auf Wolf. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Zombies und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber... Meine Zunge, was macht der mit mir? Wieder. Nein, Junge. Es ist soft. Ich hab mich so erschrocken. Was mich selbst geschehen.
Fischer bei Until Dawn. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Ah! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt.